Aber schon mal schön, dann willkommen zu dieser Folge. Backen hieß aber für mich schon Umlage. Aber zuerst nehmen wir doch eine Runde Atmen auf. So, ich habe gestern noch etwas gelevelt. Wir sind jetzt hier mit dem Nest auf Level 22. Nicht so viel, aber ich glaube. Ja. Chara aus Undertale hat da schon eine Menge Respekt vor. Und die Paula ist jetzt auf Level 11. Ja. Wenn ich mich nicht irre, gerade so an den The Undying Tötungsweg. Ja, bevor wir jetzt zurückgehen zu Tucson, gehen wir nochmal hier gerade in die Höhle rein. Wir müssen jetzt nämlich zum Riesenfuß stampfen, Leute. Ja, diese Höhle sollte kein Problem für uns sein hier, denn da habe ich geübt. Oh yeah. Hier, genau, hier, hiervon gibt es keine Karte, okay. Jedenfalls. Wenn wir jetzt übrigens auch mal ins Hotel gehen, ist das für uns kostenlos. Wir werden ja praktisch kostenlos vollgeheilt. Oh, wie süß. Sieht aus, als würden die Händchen halten. So, dann, Mole Praying Ross. Ja. Mein favorite Shop hier wäre Ness und Paula, yeah. Ness Attacks, 81 HP. Paula Attacks, 17 HP. Yeah. Und ja. Die Paula ist leider von der Offensive noch nicht so stark, aber. Ha! Die Paula hat natürlich ja einiges. Ja. Was in die Richtung von PSI geht, denn die ist nicht so der offensive Typ wie der Ness. Sie ist ja speziell offensiv in Pokémon-Fachsprache hier. So, Status hier. Ah ja, genau, hier bei dem Ness habe ich hier beim Trainieren auch Pigarockin Better gelernt. Leute, Better. Wartet, da muss ich noch gerade weiter gucken. Das habe ich euch schon gezeigt. Hier gab es nicht so. Ich habe mit dem Ness noch nicht assisted, das muss ich nochmal nachgucken. So, hier, wir können jetzt PK Fire Alpha, PK Freeze Alpha und Better und PK Freeze Thunder. Nee, PK Freeze Thunder, klar. PK Thunder Alpha. So, und genau, wir haben hier noch PK Child Alpha, aber mehr nicht. So, ich würde mir gerade speichern. Tini, kennt ihr das Problem mit diesem Emulator? Er stürzt die ganze Zeit ab, sodass ich selber Song singe mit eigener Lyrik, in denen ich mein Leid beklage. Ja, Gott sei Dank greift den richtigen an, denn er kann gut tanken. Yeah. Der Ness ist wie ein Teddybär, der Paula überall hin begleitet. Ja, yeah, Level 12, Leute. Level 12. Oh, Speed Up bei 3. Das ist gut. Und, da sehen wir es auch wieder. Also, die Paula hier, die bekommt auch viel schneller, viel mehr PP als der Ness. Das merkt man hier richtig. Hier gerade. Der, ja. Ja, ihr seht es. Also, die Paula hat schon fast so viel Maximal PP wie der Ness, obwohl sie noch ein paar Level unter ihm steht. Ja, die werden nur durch 5 PP getrennt, aber ja. Dann sieht man auch wieder, dass hier der Ness etwas offensiver gedacht ist. Genauso wie der Nintendo aus Mother 1. Bei Lucas weiß ich nicht mehr. Nochmal hier kurz speichern, so. Mr. Betty und Mr. Betty outspeedet wieder alles. Ja, das Scout halt. Macht 100%ig Schaden, wenn er gerade nicht verfehlt oder irgendeine nicht schadensmachende Attacke einsetzt. Und ist mit einem Schlag down. Yeah. So, dann gucken wir mal weiter. Ein Mama Bär. Ich glaube, das wäre so ungefähr die Entsprechung vom Baum. Achso, nicht Mama Bär, sondern Mighty Bear. Auch wenn er nicht so mighty aussieht. So, dann zeige ich euch das hier kurz mal. Gucken. Das habe ich noch nicht eingesetzt. Das sieht stark aus. Nutzen wir es mal. We can freeze better. Und das waren One-Hit, Leute. Vorhin einer Level 12 Paula. Da kann man mal sehen, würde ich sagen. Da kann man mal sehen. Warte, ich gucke hier nochmal gerade. Wie hat jetzt wirklich schon. Nö. Paula ist von der Speed her viel weiter drunter. Ich weiß nicht, warum sie den First Hit gemacht hatte. Aber ich diskutiere nicht drüber und freue mich einfach, weil niemand den Schaden nehmen konnte. Oh, oh, oh. So, und dann kann ich euch auch direkt mal Pikarockin Better zeigen. So. Extrem starker Move, Leute. Extrem starker Move. Mr. Betty attacking. But Paula is on guard. But Paula is on guard. Bum, bum, bum. Mr. Betty became tame. The mighty bear also. Boah, ich sollte hier Musiker werden. Und, oh. Eine Giraffe. Yeah. Müssen wir mal kurz gucken. Was hat die nochmal gemacht? Sie nur regeneriert. Oh, der gibt sie mir noch, Baby. Ach so, ja, hiermit können wir. Oh, ja, genau. Hiermit können wir Sachen
Hier können wir die Heilung verbessern. So, jo, behalten wir mal in dem Hinterkopf. Und dann gehen wir runter. Ah, noch ein Mighty Bear. Oh. Hüpf in mein Mündchen. Mighty Bear, ich hab genug von deiner Scheiße. Ich werde dich in der Mitte durchschneiden und dir deinen Hintern so weit in den Hals rammen, dass du beim Scheißen Beethoven singst. Na, kennt ihr den Text? Nee? Okay, da habt ihr Halloween-Hack nicht gespielt. Wie kann ein großer Bär einfach so weggehen? Das verstehe ich kein einziges Mal. Da scheitere ich immer dran, wenn ich Verständnis dabei. Aber der Mighty Bear ist tame. Ja, ja. So sieht's halt aus, wenn wir keine PP benutzen. So. Ach du Scheiße. Ach, wir kämpfen nicht gegen so viel. Ich speichere trotzdem nochmal gerade. Save the game position. Oh yeah. Dann komm hier. Dafür dürfst du mal. Und bei dir zeigen wir jetzt mal hier Pick a Fire. So. Die sind jetzt nämlich alle in einer Linie. Das ist gut. Ja, da. Das hat gar keinen Schaden gemacht. Und die Paula ist gleich tot. Scheiße, die Paula ist gleich tot. Okay, dann hier. Paula, du musst regeneriert werden. Und Paula, was hätten wir hier? Die ist gleich tot, verdammt. Der fühlt sich strange, der wird uns wahrscheinlich nicht treffen. Und der Mighty Bear wird noch kaputt gemacht werden mit einem Freeze Better. Okay, gut, wir outspeeden, Gott sei Dank. Sind gemaxed und BOOM! Yeah! Und PK Freeze Better macht extrem viel Schaden. So, und dann können wir noch gegen den Moleplane Gruff kämpfen. Und er ist auch tot. Tot wie eine Nudel. Wir sollten nicht alle PP verschwenden, das ist nicht gut. Hat sich gerade wirklich nur die HP erhöht? Das ist nicht akzeptierbar! Hä, rennt jetzt die Mr. Betty schon von uns weg? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warte, den töten wir kurz. Bam! Smash! 188 HP Damage. Lass gucken. Warte, rennen die jetzt hier wirklich schon? Also auf uns zu fliegen tun wir auf jeden Fall nicht. Und Mr. Betty ist wegen immer auf uns zu. Mr. Betty ist am Attackieren. Mr. Betty wird hart gestrikt. Mr. Betty ist am Sterben. Mr. Betty ist kaputt. Aber hä? Ja, kann ich mich vorstellen. Wie soll das denn bitte funktionieren? Wir sind doch hier... Die versuchen es aber auch nicht anzugreifen. Die hängen ja an der Wand fest, kann das sein? Nö, die versuchen hier... Lol, die Mr. Bettys fliehen schon vor uns. Das müssen wir erstmal ausnutzen. Und wir müssen ja vor allem nachher mal beide heilen. Ah! Da fühlt sich ein Little Strange. Also, ich trinke kurz einen Schlucke. Oh ja, Wasser, das Elixier des Lebens. So, dann hier komm. Nochmal hier auf die Paula ein bisschen. So. Ja, noch mal kurz statusen. Status generieren. So. Ach ja, die sollte ich vielleicht noch mal speichern. Wir haben gerade eine große Gegner-Row besiegt. Wisst ihr, wie der Emulator mal darauf reactet? So. Ah! So viele Gegner. Dann komm. Du machst im Roleplaying Wath und du bist der Betty. Smash! Boah, diese Lieder hier. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Und Mr. Betty ist wieder normal. Und Mr. Betty ist tame. Bam, bam, bam. Ja, ja. Wenn ich hier die Gesangseinlagen habe, muss ich mal öfters das Kazoo anzünden. Hab ich ja nur dafür gekauft, um das anzuzünden. Genau. So. Ah! PSI-Karamell. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an, Leute. Dieses PSE-Karamell hier ist cool. PSE-Karamell gibt 20 PP wieder. Ja, Leute. Jetzt sind wir unvernichtbar. Ja, kommt. Ja, kommt. Jetzt können wir vor allem hier vorerst ungehemmt ein paar Sachen einsetzen. Dann
würde ich mal sagen hier. Wie viel verbraucht eigentlich... Oh, 14. Ja komm, hier sollte es aber etwas bringen, oder? Aber Leute! Wir haben hier... Hat's nichts gebracht, hat mir auch genauso geschadet. Na, das hat gar nichts gebracht! Wie verschwendet man am besten seine PP? So, jetzt kommt hier bitte der Mighty Bear. Hey du mächtiger Bär, komm her, du bist doch nicht so schwer. Ich werd dich ungerammt in den Boden stampfen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So, komm, das wird auch noch ordentlich Damage machen. Ja gut, 109. Und er solidified. Das hat doch was gebracht. Da konnte so Runde nicht eingreifen, deswegen. Ja, ja. PK Freeze Alpha, Leute. Auch noch stark. Und wir sind Level 14 jetzt, ihr. So, ich musste kurz. Ich weiß nicht, in letzter Zeit hat sie irgendwie kaum hier Updates bekommen auf ihre Stats. Ist sie krank? Nein, sie ist Paula. So, dann. Komm in den Kampf, großer Bär, und dann töten wir euch alle gleichzeitig. PK Rockin Better of all. Ja, ich kann nicht so. Das muss ich noch lernen. So. Irgendwann mache ich eine Kapelle. Und dann werde ich so hoch singen, dass jeder denkt: Oh mein Gott, da singt er so hoch. Das ist unglaublich. So, dann zapfen wir nochmal das Gamme. So, falsche Richtung, ne? So, und hier ist doch schon das, Dings. Heiligtum. Und wir sprechen's dann. Und das seltsame Licht, das aussieht wie der Termination, redet mit uns. Ein Licht am Ende des Tunnels, das dir zeigt, dass du fast bei deinem Heiligtum bist. Es füllt dich mit Determination. So, um noch etwas mehr Undertale reinzubringen. Einfach nur, weil ich mich danach fühle. Ach du Scheiße! Da würde ich mal sagen, gehen wir direkt mit den höchsten Kalibranten rein. So, dann hier. Ach nee, wartet. Wir sollten hier... Wir müssen, glaube ich, schon hier etwas rücksichtsvoller spielen. Ich glaube, wir machen jetzt hier erstmal ein Schild. Auf Paula. So, und die Paula macht jetzt hier PK Freeze Better und tötet das wie eh wahrscheinlich mit einem Hit. Weil sie so OP ist. Was? Wenigstens Solidification. Hä? Leute, mein Weltbild ist zerstört. Ich werde auch dafür, dass wir hier... Haben wir noch was Gutes zum Assisten? Ja komm, machen wir noch ein Schild auf uns selber. Und Paula? Das hat gar nichts gemacht. Das ist der stärkste Move. Ist doch mal stark gegen das hier. Komm, wir versuchen es mal mit... Nee. Gegen normalen Molds ist es auch nicht so stark. Wir machen mal ein Better. Ein Thunder. Hä? Ah ja, stimmt, genau. Das... Dieser Move hatte irgendwie so die Eigenschaft, dass es kaum Schaden macht. Mann, Mann. Brain werde ich jetzt nicht. Das gibt uns hier zufällig irgendetwas. Okay, gut, dann versuchen wir es nochmal hiermit. Vielleicht bringt es ja irgendetwas. Boom. Und wenn der jetzt nicht noch einmal... Okay, gut. Wie viel hat es dem Vieh jetzt gemacht? Ich habe es nicht gesehen. Egal, wir können es eh nicht nochmal einsetzen. So, dann komm. Ah, wir haben nicht genug für den Better und ein Alpha macht nicht genug. Dann bashen wir es hier mal und du frisst... Du hast nichts zu fressen. Ach ja, genau, stimmt. Das kann ich hier noch gerade abwerfen und du machst einen Bash. Komm. Das hier werde ich noch nicht umbringen. Es kann Alpha Wolfa! Wir werden sterben. Na, Quatsch. So. Ich bin ganz professionell. Niemand wird sterben. Niemand wird jemals sterben. Rat, ich sollte nochmal gerade speichern. Und es ist am Attacking.
Schein einfach macht und das Vieh setzt konstant hier live ab ein. Das ist nichts gut. Ich hoffe, dass bald keine PP mehr hat. Gibt's bei den Viechern überhaupt eine PP-Anzeige? Ich glaube mal. Ach, komm, das ist lächerlich. Hallo? Darfst auch gerne mal angreifen. Ich glaube, das Vieh will uns stallen, Leute. Nein! Leute, Paula ist tot! Paula ist tot wie der Nüdel. Ach komm her. So, dann machen wir noch mal gerade einen Recovery Move. Oh, nice. Dann wäre das jetzt hier noch einmal. Ich hoffe mal, dass es vielleicht tot ist. Okay, auf uns ab. Das hier wird uns wegbashen, wenn wir es nicht jetzt gleich tot haben. Noch ein Offense-Up. Okay, wenn es sich jetzt hochboostet, dauerhaft, so wie bei Pokémon, haben wir eine Chance. Okay, das war's nicht. Komm, ein Hit bitte. Smash, komm. Das muss ein... Kein Smash, aber es ist Dote. Dote wie Nüdel. Ach nee, genau. Lunes hat es... Ach komm, das ist doch scheiße. Ja, ja, und die Paula verfolgt uns jetzt als Geist. Paranormal Activity. Ja. So. Paula ist jetzt aber hier wieder reaktiviert. Durch das Lied. Ness hat eine sanfte Vision von einem Baby mit einer roten Kappe. Nesses Soundstone hat die Melodie von den Lilliput-Füßen aufgenommen. Direkt nochmal, Leute. Was soll daran? Ich kann jetzt verhindern, dass die Paula stirbt und mit ihr noch die XP einsammeln. Hat das wenigstens eine positive Seite. So, Leute. Auch wenn ich die PSC-Karamell dafür verbrauchen musste. So. Wuhu. Level 15. Yeah. Und wir haben jetzt PSC Magnet. Das heißt, sie wird nicht mehr so schnell out of PSC run. Und ich habe herausgefunden, wieder neu entdeckt, wie OP Paralysis ist. Also sie konnte sich die Hälfte des Kampfes nicht bewegen. Na gut. Jetzt halte ich mal die Klappe und lasse den Moment auf euch einwirken. Ness hat eine sanfte Vision von einem Baby in einer roten Kappe. Ness Soundstorm hat die Melodie vom Lilliput-Fußstapfen aufgesammelt. So, ich mute mich mal kurz und lasse den Moment euch frisch einwirken, nachdem ich gespeichert habe. So, hier. Erstmal den Ton lauter stellen und mich leiser. So, und ich bin jetzt gemutet. Bis gleich.